Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranity. Hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und mit dabei haben wir wieder unsere einzigartige Knackarsch Anna. Hallöchen. Ja, wir sind immer noch auf unserer Plünderinsel und das Motto dieser Folge ist Farmen, Farmen, Farmen. Wir müssen nämlich erstmal alles zusammenkratzen, was hier so rumläuft. Wenn euch natürlich alles so gefällt, was wir hier so treiben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr werdet in Zukunft nichts mehr verpassen. So, Anna, arbeite, ich guck mich hier um. Tue ich doch schon. Mach was für Ich dein tue doch nichts anderes. Tu was für dein Geld. Was für Geld? Das ist es ja. Sklaven kriegen kein Geld. Sei froh, dass du was zu essen kriegst. So, wo darf ich da eine Planke Leg die hinmachen einfach von da der auf Wand? den Hucken drauf. Yep. Oh, meine Axt. Ich wollte Meine mal Axt, kurz hier meine einmal Axt. noch mal hintauchen, was gucken. So, hier ist aber duster in der Wetter. In der Wetter ist aber duster. Pass auf, dass du nicht ertrinkst. Nein, da trinke ich nicht. Oh, tot. Wir müssen auch mal gucken, gibt es eigentlich sowas wie eine Werkbank? Das ist mal ohne Scheiß, Gute ne? Frage. Weil, mir geht es jetzt ganz einfach mal darum, wie stellt man sowas wie Sauerstoffflaschen her? Und hast du nicht gesehen, weißt du? Ah, stimmt. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Vielleicht wirklich dadurch, dass du halt einfach immer wieder craftest und dann halt mit dem Level aufsteigst. Hier Oder halt Stahlschrott. wirklich. Wo kriegen wir Lehm her, verdammte Scheiße? Das ist die Frage seit Folge 1. Ja. Ey, wo kriegen wir Lehm her? Aber wir könnten noch mal gucken, wir müssten ja auch irgendwie jetzt, ich sehe das gerade, so einen Schmelzofen bauen hier, einen Ofen. Da brauchen wir 6 Lehm für. Ja, Freunde der Nacht, wo kriegen wir Lehm her? Ne? Hier, Ziegelform. Für die Ziegelform brauchen wir ja, wieder Lehm. Na toll. Und dann haben wir hier unten noch einen Kraftstoffdesinstillierer. Okay. Ja, aber wie machen wir denn? Weil ich weiß, du kannst ja auch so ein Hubschrapp-Schrapp-Ding bauen, ne? So ein Helikopterteil. Ah. Die Frage ist bloß wie. Ja. Die Frage aller Fragen, wie. Oh ja. Und das Traurige ist, dass unsere Kisten schon wieder voll sind. Oh Mann. Das darfst du gar keinem erzählen. So, wo hattest Aber. du den Stein gesehen, den man abbauen kann? Ja, hier bei dem Schiff hier, warte, ich komme mit dir. Weil da sind nämlich auch Fässer unten drinne. Dann könnte ich Aha. die Fässer anschlagen. Dann könnten wir nämlich jeder schon mal ein Fass ans Ufer schleppen. Okay. Hier ist so ein Klotz. Hier. Das Lehm! Lol. Wir haben die Fragen aller Fragen geklärt. Das geht bestimmt nur mit der Spitzhacke. Ja. Nicht ertrinken, ne? Nee, ich schaue schon drauf. Ich roll Und mal. wieder hoch. Ich bring mal schnell die Fässer an Land. Ich habe die gerade aufgekloppt. Mhm. Ich glaube, da muss er mal ein bisschen rumtauchen. Vielleicht findest du noch irgendwo Lehm. Ja. Oh, ich verhungere und verdurste gleich. Ich muss gleich mal gucken, dass ich mir was. Ein paar Kokosnüsse knacke. So, aussammeln. Gott, ist das schwer. Hast du schon Lehm? Ja. Sehr geil. Dann ist ja aber schwer zu kriegen, ey. Ja. Aber jetzt können wir, glaube ich, so einen Schmelzofen bauen schon mal. Ich habe hier das Schiff so blöd im Blickwinkel. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit. Das ist voll nervig. Ja. Darf noch einmal Lehm. Den nehme ich mal mit, ne? Gut. Guck dich mal um, ob du irgendwo Lehm findest. Schwimmst du so ein bisschen rum hier? Wir kriegen sowieso die ganzen Ressourcen, die wir jetzt schon wieder gesammelt haben, nicht alle mit. Wie immer. Aber es ist mittlerweile nicht mehr viel drauf. Ich meine, es ist schon
Ja, die Insel ist quasi fast tot, ne? Aber so, es wird immer jetzt weniger. Schnell. Was futtern? Mhm. Bin ich gleich Game Over. Oh, mit dieser fortgeschrittenen Axt. Ein Schlag, zack, weg. Huch, ich muss auftauchen. Ja, du kriegst dann auf einmal einen schwarzen Bildschirm, wenn die Luft weg ist, ne? Erschreck dich nicht, nicht, dass du nachher da, oh Scheiße. Nee, nee, ich hab's bei dir gesehen. Einfach schwimmen. Wie du, du blöde Krabbe, hau ab, Mann. Huh, da ist ein Manta. Was ist das für ein Riesenfisch gewesen da gerade? Hast du ihn gesehen? Schon mal zurück. Boah, da! Wow. Hast du noch Leben gefunden unten? Nee. Oh Scheiße, ich hab Durchfall. Ich bin der Durchfallmann. Ja. Oh, ich muss auch langsam was essen. Ja. Ich habe hier Gott sei Dank noch eine Ration, die ziehe ich mir jetzt rein. Weil ich bin nämlich durch die Scheiße jetzt hier. Oh, Krabbe. Oh, übelst angeschlagen. Oh. Scheiß Kokosnussdinger. Immer kriege ich Durchfall von den Scheißdingern. Immer das Gleiche. Immer die gleiche Scheißerei hier. So, okay, hier war die Kiste, die wir hier lassen wollten. Weil hier alles drin war, ein Werkzeug, was wir noch brauchen. So, dann haben wir jetzt hier schon mal diese Kiste und diese Kiste. So, dann können wir doch hier die Sachen schon mal so ein bisschen einsammeln. Bis auf den Hai wieder. Hallo, Hai. Bis auf den Hammer. Hallo, Hai. Sei mein Freund. Nee, eher nicht. Das ist dann zu viel des Guten. Haie weinen, Haie leiden. Haie fühlen sich mal alleine. Hallo, Hai. Kommst du her? Nee. Also ich glaube, auch der Hai ist auf passiv gestellt, wenn man die Tierwelt passiv stellt. Okay, das ist aber doof. Da haben wir gar keine Action hier, Mann. So Tod und Tod und Verderb und so. Heute nicht. Ob der Hai dich fickt oder nicht, zeigt dir gleich das Licht. Okay, jetzt muss ich mal, was ist denn das hier? Das ist noch ein Fahrzeugartikel. Kriege ich den hier noch irgendwo unter? Nein, die Kiste ist voll. Ah, jetzt habe ich das hier geschmissen. Ist scheißegal. Hier so, aber dadurch, dass wir jetzt dann gleich rüberfahren werden, nehme ich mal an, ne? Ja, ich versuche gerade alles nochmal so ein bisschen in die Kisten rein zu manövrieren hier. Auch die ich mal aus den ganzen Fasern Seile herstellen? Ja, auf jeden Fall, weil das ist nämlich dann viel weniger zu transportieren. Ja. Und das ist viel effektiver in der Hinsicht. Okay, da kriege ich das noch unter. Das ist kacke, das muss ich dann dahin packen. Dann habe ich hier noch die Plane. Wie kriege ich hier noch rein die Plane? Oder auch nicht? Habe ich mich geirrt? War da schon 5 Slots? Tatsächlich, schon 5. Man kann Gegenmittel herstellen und Gatze. Ja. Oder Gase. Atembeschleunigung. Nicht schlecht. Wasserflasche. So, okay. Also wir sind jetzt hier noch am Packen. Was hast du gesagt? Du hast irgendwas gefunden da in dem Craft-Menü? Ja, man kann so... Warte mal. Da. Gegenmittel, Gase, Atembeschleunigung und Wasserflasche herstellen. Ja, wenn ich irgendwo und Aloe-Salbe. Wenn ich irgendwo hinfurze, sind da auch Gase. Also brauchen wir die Kokosnüsse doch, Maxi. Ja, also dann müssen wir die alle einsammeln. Aber das machen wir, wenn wir jetzt gleich wiederkommen mit dem Schiff. Ja. Weil ich muss jetzt erstmal ein Stück ins Wasser ziehen. Guck mal bitte, wie man einen Anker craftet. Einen Anker? Boah, wo ist denn da drin? Bei Fahrzeug. Achso. Da muss ich jetzt erstmal irgendwas ausschmeißen. Weil ich muss jetzt hier erstmal schnell gucken, dass ich hier die ganze Reifenkacke hier nochmal wegkriege. Hammer. Oh. Dass ich jetzt quasi nochmal schnell das Floß hier ein bisschen ausbaue. Fahrzeuge, Floß. Lass mich runter. Hallo. So, okay, jetzt haben wir hier einen Reifen über. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Vielleicht kannst du den ja, wenn wir zurückfahren, festhalten, den einen Reifen. Weil ich glaube, wir haben drüben noch einen Reifen. Ja. Aber wo ist denn der Anker drin? Bei Fahrzeuge? Und dann hast du hier Anker. So eine. Da,
Aber ich kann da nicht runter. Ich kann das irgendwie nicht auswählen. Nee, wieso nicht? Ich weiß es nicht. Dann gucke ich gleich mal nach. Dass wir mal Da unten steht, ein Hammer wird benötigt für Fahrzeuge. Ah, und da du hast keinen Hammer, ne? Dann nehmen wir uns einmal den da. Und jetzt gucke ich gleich nochmal. Und jetzt, die habe ich jetzt verbraucht. Warte mal. Ah, hier kriegen wir aber noch ein paar. Hier sind noch 3 Kisten in der Mitte leer. Da kriegen wir noch ganz viel von dem Grünzeug rein, sehe ich gerade. Also wir brauchen 4 Seile, ein Holz und 8 oder 6 Steine, wenn ich das richtig sehe. 6 Steine. Haben wir Steine hier genug? Nee, ne? Wir haben kaum noch Steine. Nee, das ist eben das Problem. Hier waren auch gar keine Steine auf der Insel, ne? Nee. Schade, okay, dann gibt es keinen Anker für unseren Floß. Tja, liebes Floß, ich habe diesmal keinen Anker für dich. Heute nicht. Aber dafür 6 Lehm. Und ich werde jetzt mal noch ganz schnell, während du packst, die Krabben häuten. Mach das. Ich bin auch gleich fertig mit Packen, also ich brauche nicht lange. Mhm, ich auch nicht. Okay, 2 Fleisch kriegt man raus. Du bist voll, Maxi. Ja, Mann, ich hasse dieses Spiel. Voller als voll geht nicht. So, und da vorne hatte ich noch eine getötet. Und ein Wildschwein wäre auch noch da. Aber das mache ich jetzt nicht. Ein wildes Wildschwein. Ein ganz wildes. Muss dir vorstellen. Das ist Wildi und das kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Oh Mann. So. Seile wollte ich noch herstellen. Du musst dich abkühlen. Ich entscheide, wann ich mich abkühle. Oh shit, ich sollte auch was essen. Wie schlimm ist es denn? So schlimm. Ja. Zieh dir eine Kokosnuss rein. Da werde ich noch was trinken. Zieh dir eine Kokosnuss rein und dann läuft das. Ja. Das ist eine Idee. So, die Spitzhacke werde ich wieder in die Ding packen. Boah, ich glaube nicht. Haben wir alle Palmwedel eingesammelt? Zumindest die da liegen, ja. Oh, scheiße. So. Kokosnuss. Hier ist noch ein Slot frei, da kriege ich Holz rein. Voll. Das ist voll. Das ist auch voll. Ja, wir brauchen dringend mehr Lagerplatz für Kisten, Alter. Ja. Dringend. Hattest du jetzt eigentlich Kisten gefunden auf dem Wrack? Ja. Okay. 2 Stück, die liegen hier. Sind auch schon voll gepackt. Sehr schön. Muss ich bloß gucken. Wo hast du denn hier Yucca gesammelt? Da. Lass das erstmal da liegen, die Scheiße. So, erstmal gucken, was wir jetzt alles noch mitnehmen. Dies ist ja die Kiste, die hier bleibt, weil hier sind die Lampen und so alles drin. Mhm. So. Dann. Ich habe hier noch einmal Lehm. Du hast auch Lehm. Wie viel hat dein Lehm gestackt? Kann ich dir das noch geben? 4, also du kannst es mir noch geben, ja. So, liegt hier. Jawohl. Passt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Doch. Weil ich habe sowieso 2 Stacks, einmal mit 4 und. Ah, okay, das wollte ich wissen. Genau. Nicht, dass wir uns da jetzt. Hier packe ich dir nochmal ein Seil hin, das brauche ich nicht. Es sei denn, wir wollen jetzt hier die Fässer noch klatschen. Doch, das brauche ich. Aber nee, wir haben keinen Anker. Brauche ich doch nicht.
Wir brauchen irgendwie Anker. So, dann. Vielleicht kriegen wir die Steine zusammen. Ja? Weiß ich nicht. Wollen wir mal Moment. gucken, hier an der Insel, ob wir noch irgendwas finden, aber ich glaube, wir haben kein Glück. Hier ist auf jeden Fall ein Stein. Nee, aber Stein hatte ich auch nirgendwo gesehen. War ja gemein sehr klar mit Stein hier, ne? Ja. Steinchen. Habe ich jetzt eigentlich schon was gegessen? Nee, verdammt. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir tigern Ja. mal langsam zurück. Gleich. Wir packen jetzt unsere Inventare voll und jetzt fahren wir zurück. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier rumtigern und überlegen, wegen Stein hier, wegen Stein da. Das stimmt. Dann müssen wir halt das mit dem. Ich habe es jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Mit dem? Ja, in 2 Stunden fällt es mir wieder ein. Okay. Aber wir hatten noch irgendwo eine Notration, hatte ich gesehen, Die oder? habe ich mir gegönnt, weil ich Durchfall hatte. Okay. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Muss ich wieder was ablegen? Ich auch. Voll ärgerlich. Was ist denn, wenn ich die Axt in die Hand nehme und dann den Stamm? Gut, dann behalte ich die Axt in der Hand. Kann ich dann das Boot trotzdem steuern? Das würde ich mich jetzt gerne mal interessieren. Weil dann habe ich nämlich diesen. Ja, kann ich trotzdem. Sehr geil. Okay, Anna, ich drehe das Boot. Jawohl. Es Klick ist alles rein. voll. Hui, ja. Ich drehe das Boot in die richtige Richtung. Ey, was mache ich denn da? Scheiße, ich bin hier nicht drauf geklettert. Setz So. das Segel. X. Warum macht's nicht? Achso, weil du es wahrscheinlich noch ziehst, ne? Kann sein. Vor allem, wenn du jetzt das Segel setzt, dann kollidieren wir mit dem Wrack. Oh. Jetzt kannst du das Segel setzen. Gut. Wir müssen links. Ich muss immer ins Steuer. Ach so. Wir müssen links. Links rum. Links rum. Ich drehe doch schon. Ich drehe doch schon. So, wir brauchen auch die Kisten großartig nicht auspacken. Ich verbaue das gleich alles drüben aus den Kisten raus. Das wäre viel sinnvoller. Ah ja, Dann müssen wir das das nicht gibt's. extra noch irgendwo hinlagern. Ich verbaue das gleich für das Haus. Aha. Ist das überhaupt die richtige Insel, wo wir hinfahren? Wir müssen noch ein Stück links. Das ist nämlich das Problem. Die sehen alle gleich aus. Ich glaube, das ist er nicht, oder? Doch, da ist der Mast, das Doch, ist das er. ist sie. Doch. Schön, schön das Abendrot, ne? Ja, hat was. Sexy. Aber ich habe das Gefühl, das ist die falsche Insel. Nee, ist es nicht. Da stehen zu viele Palmen. Das sind keine Palmen, das sind die hohen Bäume, die du nicht abfarmen kannst. Was kommt denn jetzt hier? Das Jetzt sind sind nicht so. die Palmen. Gleich sehen wir die Insel nicht mehr. Doch, doch. Hast du die Taschenlampe? Kannst du die Richtung leuchten? Geht das? Nee, ich habe sie nicht dabei. Doch, da sieht man jetzt unsere Lampe, die in dem Haus noch leuchtet, ne? Aber der Mast ist definitiv ein Orientierungspunkt. Ja. Aber wer weiß, wie viele Inseln das auch haben. Ja, stimmt wieder. Da drüben war ja auch ein Schiff, was komplett versunken ist und nur ein Mast Ja. rausgeguckt hat. Stimmt. So.
Sind wir gleich da? Yay! Yay. Und es ist schon wieder Nacht. Insel, I love you. Fleisch habe ich jetzt eh dabei, ne? Ja. Kannst du ja gleich auf den. Oh, kollidiert hier. Den Block nicht gesehen. Mach mal das Segel runter. Ah, die haut schon wieder ab. Sorry. Wir lassen das Schiff einfach stehen. Scheißegal. Nee, ich verlasse mich da auf dich. Achso. Was ist, wenn ich jetzt krank bin und umkippe? Dann würde ich das sehen. Aha, ja. Okay, schon klar. Wir sind aber weit weg. Von unserem. Ach, passt schon. Passt schon, kriegen wir schon hin. Jawohl, okay, Freunde, wir machen jetzt hier auch Schluss für heute. Wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like nach oben, da haut mal in die Kommentare rein, was ihr bis jetzt bei Svenneblieb so erlebt habt, würde mich sehr interessieren. Natürlich auch nicht vergessen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!